Ja, was denn? Wieso ist die nicht integriert, du Arschbacke? Ich habe gesagt, integrierte Grafikkarte. Und zwar 64 MB. Setz dich. Und wenn die Dinger morgen nicht drin sind, dann zieh dich höchstpersönlich durch einen Flachbrettscanner. Verstanden? Verfluchte Scheiße. Ich sah optimale Auflösung. Kommt ihr mir mit einer 030er Lochmaske? Ja, Sachen gibt's manchmal nicht. Okay, tell me. Was? So. Ja, es geht nämlich um Folgendes. Ich möchte gerne einen Computer kaufen. Sage mir, wer du bist. Und ich zeige dir deinen Rechner. Ach so, ja, gern. Also ich bin Hein Schneider. So, jetzt hör mal gut zu, du Scherzkatz. Hör mal gut zu. Du bist hier im Compo-Shop, ja? Und Computerkauf ist ein verdammt schmerzvoller Vorgang. Wie eine Geburt, ist das klar? Wie eine Geburt, klar. Schön. Ich muss eine Ermittlung machen. Ach je. Ist was passiert? Eine Typenermittlung, Schneider, computergestützt. Und dazu werde ich dein Innerstes nach außen krempeln, verstanden? Ich fürchte ja. Nur keine Panik. Wenn du hier ordentlich mitziehst. Ja, dann. Dann kommst du als Fremder und gehst als Freund. Würde ich lieb von Ihnen. Ich meine, was sollt ihr hier einen komfortablen TFT-Flachmonitor andrehen, wenn du nachher grafiklastige Programme laufen lässt? Eben, ja. Dann nimmst du da besser gleich eine herkömmliche Röhre. Oder, Schneider? Wahrscheinlich, ja. Na also. So, was hast du denn vor? Ich im Moment nichts Besonderes. Also. Mit dem Rechner, du Scherzkeks. Bist Einsteiger, stimmt's? Ja, was heißt Einsteiger? Ich bin halt noch nicht so... Ja, was denn jetzt? Kannst du Office-Anwendungen? PowerPoint, Word, Excel? Hexel? Und CDs? Was läuft? Wie jetzt CDs? Was... Ja, willst du brennen? Ich brenne, also... Ja, hast du noch nie einen Rohling gesehen? Doch einige. Na bitte. Wie sieht's denn online aus? Mailen, chatten, shoppen? Also ehrlich gesagt, wir hatten so eine alte Typenrad-Schreibmaschine, aber da... Da hat sich das Farbband verheddert. Oh Gott. Farbband verheddert. Hat sich so ein bisschen verheddert? Ist gut, Schneider, ist gut. Ist gut, Schneider, ist gut. Ja. Und? Hast du den Markt sondiert? Den Markt, ja, es geht so. Ich hab gesehen, die hatten mal Chibo neulich sehr preislich. Du machst keine Scheiße mit mir, Schneider! Okay. 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 Okay, okay, okay. Na los, tell me. Was hast denn für Vorlieben? Spezielle Spielchen? Spezielle Spielchen? Naja. Hast du eine Konsole zu Hause? Eine Konsole? Ja, eine Konsole. Sega, Sony, Nintendo. Nee, wir haben Einbauschränke. Aber ich kenne die Marken nicht. Also. Komm, Schneider, komm. Mir kannst du es doch sagen. Suchst du die schnelle Nummer oder bist du ausdauernd? Na, wie lang kannst du? Über Stunden, bis dir die Augen glühen? Also mal, na komm! Was liebst du für Spielchen?
Moorhuhn, Black and White, Siedler. Nicht mehr so Rommi, Mau Mau, kann das doch. Hey, was soll die Scheiße? Du bist kein Spieler, du bist kein Surfer, was bist denn du für einer? Machst es dir etwa selber? Sag, wo bin ich denn hier? Mensch, ob du ein Bastler bist! Ein Bastler? Gott, ja, ich hab früher mal mit der Laubsäge so ein bisschen so. Mit der Laubsäge? Da gab es so ganz dünne Sperrholz und dann so ein bisschen. Da musst du so ein bisschen. Ja, Mensch, ich will wissen, ob du eine Basiskiste suchst! Eine Basiskiste? Ja! 700 Megahertz, aus der du durch Übertaktung alles selber rausholst. Ich? Sie wollten mir doch was raussuchen. Sag mal, hast du überhaupt einen Zugang? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe ihn noch nicht so ganz gefunden. Zum Netz, du Scherzkeks. Ach so, zum Netz, doch, das schon, ja. Na, na also. Strom wäre da. Strom, Mensch! Aber nicht dieser neue Gelbe. Ja, nicht. Neue Gelbe. Ich rede vom Internet, du Knalltüte. Ja. Los, tell me, machst du Downloads? Die Dinger. Ja. Oder besser mal so, ich hatte schon mal in Erwägung gezogen. Wie? Du hast noch nie was runtergeladen? Ich kann Ihnen sagen, ich habe in meinem Leben schon so viel runterladen müssen. Also. Aha, also Multimedia-Freak, ja? Ja, also Freak, also... Ja und, welche Medien, Foto, Video, MP3? Nimm mir so Super 8, Ritsch, Ratsch, Klick. Oh. Reicht's mir aber, du Flitzpiepe, du. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ja. Gib jetzt deine Basics ein. Entschuldigung, ja. Super 8, Ritsch, Ratsch, Klick. Tut mir echt leid. Das gibt's ja nicht. Er hat tatsächlich was gefunden. Wirklich? Na los, tell me. Entschuldigung. Er empfiehlt dir ein Sondermodell. Ah ja, wirklich? Mhm. Das macht dreidimensionale Laubsägearbeiten. Mhm. Und kann so ja alte Farbbänder aufwickeln. Tatsächlich? Mhm. Und kostet nur 12,99. Oh, das ist ja super. Ja, habe ich aber nicht vorrätig. Ich musste selber abholen. Ja gut, und wo? Wo? Bei Tchibo, du Flitzpiepe.